Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Das wird hier jetzt ein bisschen ein anderes Video als gewohnt, da ich mich hiermit für die dritte Staffel von Seven vs. Wild bewerben werde. Und da kommen wir auch schon zum Thema des heutigen Videos. Und zwar setze ich mir selber eine Challenge und da geht auch nochmal ein großes Danke raus an dich, Fritz, dass du mich so krass motiviert hast, dass ich mir selber diese Challenge gesetzt habe. Und zwar hier im Hintergrund sieht man schon einen kleinen Bach und der ist eiskalt. Der hat im Sommer teilweise bloß 5 bis 6 Grad und ich war da schon oft mit den Füßen drinnen und das ist wirklich richtig, richtig kalt. Und ich werde heute versuchen, dort ein Eisbad zu nehmen und meine Challenge ist es, 10 Minuten durchzuhalten. Keine Ahnung, ob ich das schaffe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schaffen würdet. Aber ich bin echt gespannt, ob ich 10 Minuten schaffe, ob es easy ist oder ob ich richtig reinscheißen werde. Jetzt aber nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin der Andi, bin 24 Jahre alt und seit ich ein kleines Kind bin, bin ich ein richtiger Naturliebhaber. Ich bin einfach gerne draußen in der Natur und was ich noch sehr, sehr gerne tue, ist Reisen. Aber wer tut das denn nicht? Und ich liebe es, diese Reisen mit Abenteuern zu verknüpfen. Und eins unserer größten Abenteuer startet dieses Jahr im August. Und zwar gehen ich und meine Freundin auf Weltreise. Und das ist eigentlich auch der eigentliche Grund dieses Accounts, einfach um die Weltreise festzuhalten. Aber ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich schon, wenn du im August auf Weltreise gehst, wie willst du dann da überhaupt mitmachen? Aber da gibt es eine ganz klare Antwort. Kanada ist ein anderes Land. Ich gehe auf Weltreise, da kann man auch nochmal schnell einen Abstecher nach Kanada machen. Und da wir im August und im September eh noch in Europa unterwegs sind, wäre das natürlich auch gar kein Problem, dann nach Kanada zu fliegen. Und jetzt nochmal ganz kurz zu meinen Survival und Outdoor Skills. Also ich habe jetzt in der Theorie schon sehr viele Skills, würde ich sagen, weil ich mir natürlich auch von Fritz die ganzen Videos immer angeschaut und von den anderen natürlich auch alles. In der Praxis sieht es aber ein bisschen anders aus. Da bin ich eher noch ein bisschen unerfahren, habe noch nicht so viel ausprobiert. Aber in 2 Wochen starten ich und 2 Freunde sogar einen kleinen Seven vs. Wild Day. Also wir machen das 24 Stunden lang, einfach nur zur Probe. Und da bin ich auch sehr gespannt, was ich da alles für Skills zeigen kann. So, jetzt habe ich aber genug gelabert, würde ich sagen. Und jetzt wird es dann richtig kalt. Wir haben hier unten auch ein Handy hingestellt mit einer Stoppuhr. Das machen wir jetzt dann gleich an, sobald ich drinnen bin, damit ihr auch sehen könnt, dass ich hier nicht irgendwie rummogel. Und ja, also gespannt bin ich jetzt schon, aber schauen wir mal, wie es ausgeht. Oh, fuck. Und los. Oh. Oh. Oh Mann, was mache ich hier für einen Scheiß? Oh. Die erste Minute ist geschafft. Oh, das ist echt nicht so einfach. Schaut in den Videos immer so easy aus. Und? Wie warm ist es? Ich glaube nicht, oder so. Oh. Jetzt sind es 4 Minuten. Oh. Langsam wird alles taub, also besonders die Füße und die Hände. Wie lange glaubst du, passt noch? Keine Ahnung. Ich schätze mal 4 Minuten. 3,5. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mehr schaffe wie die 10 Minuten, aber ich glaube, die Grenze ist schon langsam dann erreicht. Challenges sind da, um gebrochen zu werden. Scheiße. Also die Lanze noch ab.
Noch eine Minute. Die 10 Minuten sind gleich rum, aber das schaut viel zu einfach aus von draußen. Deswegen, Challenge von mir. Noch einmal untertauchen. Jetzt sind die 10 Minuten vorbei. Let's go. Oh, blöd, ey. Let's go. 3, 2, 1, los. Okay. Da muss ich der Fritz aber das auch anschauen. Ey. Oh, fuck. Auf geht's. Ich weiß nicht. Oh, fuck. Oh. Oh, scheiße. Vor mir ist jetzt echt ganz schön kalt und ich zittere auch ein bisschen. Aber ja, das wird schon wieder. Ich freue mich jetzt dann wieder, wenn wir daheim sind. Und was ich noch sagen wollte, ich bin euer Mann für Kanada. Mir ist nichts zu blöd, wenn ich mir was in den Kopf setze. Dann ziehe ich das auch durch. Haben wir jetzt hier gesehen bei 6 Grad. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare. Würdet ihr das machen? Bei 6 Grad Wassertemperatur 10 Minuten drin sein. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn der Fritz sich das Video ansieht. Und natürlich noch mehr, wenn ich dabei sein könnte bei Seven vs. Wild. Das wäre natürlich eine sehr große Ehre für mich. Und auf jeden Fall jetzt Dankeschön fürs Angucken. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen über einen Like oder ein Abo. Und wenn euch das Thema Reisen interessiert, dann könnt ihr uns auch gerne während unserer Weltreise verfolgen. Wir wollen das alles mit euch teilen. Und ja, bis zum nächsten Mal.